Wie geil, ich bin immer noch total aufgewühlt von dem Spiel, was ich mir gerade angeschaut habe. Island gegen England. Zu genial, echt. Ja, die Engländer, die haben auch ganz schön komisch gespielt heute. Ja, willkommen zurück zu dem Ponia Quattro Feature. Und ja, wie gesagt, ich komme gerade im Moment gar nicht mehr so richtig zum Aufnehmen. Von Tag zu Tag nehme ich auf. Und jetzt schauen wir gleich mal, wie es hier weitergeht. Hallo Goal. Sie lebt. Das ist die Hauptsache. Na Gott sei Dank. So, wir haben jetzt hier nichts mehr. Was gibt's denn hier alles? Drehkreuz. Ach ja, eine Sache noch. Bevor ich dort in der Finsternis für etwas Erleuchtung sorge, stell dich immer zwischen mich und die menschenfressenden Monster. Wir wollen ja nicht, dass mir was passiert. Okay. Ich staune immer wieder, wie dämlich diese Organons sind. Oh, oh. Und jetzt, nach dem einmaligen Erfolg von Schau mich an, ist es uns eine Freude, die erste exklusive Hörprobe seiner neuen Single präsentieren zu dürfen. Freuen Sie sich mit uns auf Cowboy Dodo mit Schau dich um. Oh Gott, jetzt auch noch die B-Seite. Oh, oh no. Und jetzt kommen wir gar nicht mehr zurück. Boah, ey, ach so. Du kotzt ja immer noch, schlimmer noch. Du kommst ja nicht mehr runter, wie eine Zeitung aus dem Sommerloch. Leg dich ab, schnapp nicht über. Du weißt doch selber, wer nicht nachgibt, wird nicht klüger. Also guck mal doch, reicht schon, das ist hier eine Live-Show. Sei es drum, du weißt schon, ich bin hier der Maestro. Hab mich so an der Fratze, krieg ich da eine Glatze. Läuft nicht was auf YouTube, irgendwas mit Katze? Du schaust mich an, als gäb's grad nichts anderes in der Glotze. Ich kann's nicht einmal übel nehmen, weil ich genauso kotze, wenn ich überall nur Schrott seh. Glaube mir, das tue ich, denn wir wohnen ja auf Deponia. Da ist's halt nicht so blumig. Überall im Übel ist auch irgendwo Elysium. Da stehst du falsch rum, schau dich um. Was ist dein Problem? Gibt's hier irgendwas zu sehen? Ey, was glotzt du denn so dumm? Schau dich um. Hast du Scheuklappen, Schleudertrauma, Schiss oder Rheuma? Bist du taub, bist du stumm? Mann, schau dich um. Hör auf Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, schau dich um. Ey, Cowboy Dodo, dip, dap, dubub, dub, bip, 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 schau dich um. Hör auf. Tja, dubi, 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 dubi. Oh oh. Kacke, Mann. Tja. Oh. Das war's dann wohl für Rufus Nummer 3. Befürchtet. Bist du mein Papa? Oh Gott, das will ich nicht hoffen. Und wenn doch, dann schlägst du eher nach deiner Mutter. Ich bin Rufus. Entschuldigen Sie bitte die mangelnde Zurückhaltung meiner Schwester. Sie freut sich nur, dass wir endlich einen Erwachsenen gefunden haben. Ich bin Rusty. Das da ist Gretchen und unser kleiner Bruder heißt Hansel. Ein Strohhalm namens Hansel? Eure Eltern waren echte Sadisten, hä? Zumindest haben sie uns hier in der Kanalisation ausgesetzt. Oh. Wir irren schon eine ganze Weile alleine durch die Dunkelheit. Können Sie uns vielleicht helfen? Können kann ich schon, aber wollen tue ich nicht. Verzieht euch! Aber das ist nicht die angemessene Reaktion. Als Erwachsener haben Sie die Verantwortung, armen Kindern in Not zu helfen. Genau. Verzeihen, aber ich hab ja schon einen Rotzbalg an der Hacke. Ich kann mich doch nicht zerreißen. Ihr helft euch mal schön selbst. Husch! Ach bitte, was soll denn das? Komm, nimm den Strohhalm. Sitzt! Platz! Na, hören Sie mal! Wir sind doch keine Hunde! Das kann man wohl sagen. Hunde sind intelligent und verstehen einfache Kommandos. Ach, Rufus, mein Freund. Draußen ist so ein schöner Tag und ich hänge hier in der Gosse rum. Ah, wartet mal. Da, jetzt können wir vielleicht von da oben... Oh. Das wollte ich doch gar nicht. Aha, gefangen genommen. Tja. Wir haben noch einen Rebellen aufgegriffen. Noch einen? Aber das ist ja wieder derselbe. Er muss irgendwie entkommen sein. Hä? Ich bin doch zum ersten Mal hier. Sehr lustig. Los, sperrt ihn zurück in seine Zelle. Aber, also okay, war das jetzt wirklich ein Rufus? Oder war das jetzt wieder der... Cletus? Gute Frage. Der Cletus ist rausgekommen. Oder ist er nicht rausgekommen? Oder ist er vielleicht doch rausgekommen? Also wir können hier nichts machen. Die Decke. Komm, zieh sie mal weg. Cletus? Aha. Nee, du bist einer meiner Klone, ne? Als Cletus verkleidet. Oh, bitte.
Sag nicht, dass es dich jetzt mehrfach gibt. Sehr gut. Da beherrscht einer seine Rolle als schmieriger Popanz. Ja, nicht wahr? Genau. Aber wenn du ich bist, wie haben sie dich dann schnappen können? Wahrscheinlich so wie dich. Ich wurde viel lässiger geschnappt. Außerdem habe ich schon einen Plan, wie wir herauskommen. Gib dir keine Mühe, ich habe schon alles versucht. Tja, aber ich habe noch ein paar neue Tricks auf Lager, die du noch gar nicht kennst. Obwohl wir dieselbe Person sind? Genau. Beobachte mich und lerne. Komm, greif mal rein. So, hier. Auf geht's, Teppich, auf geht's. Teppich in der Gefängniszelle? Man kann es mit dem Shishi ja auch übertreiben. Und? Wo bleibt denn jetzt deine super-duper-hyper-Rettungsaktion? Entspann dich, ja? Ich werde uns im Nu befreit haben. Ja, ja, genau. Wir haben nichts dabei. Da passiert nichts weiter. Wir können den nur ansprechen. Ach, den können wir ansprechen. Hey. Hallo. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich habe Hunger. Das liegt wohl daran, dass du dein Frühstück nicht angerührt hast. Warte, ich öffne den Essenschacht. Aha. Alles klar. Ich muss mal. Schon wieder? Na gut. Aber verplemper nicht wieder so viel Klopapier. Wir haben das Lager schon aufgelöst. Heißt das, wenn irgendwer die Planetensprengung verhindern würde, hätte der Orga nun kein Klopapier mehr? Das mag man beklagen, aber so sieht es aus. Wenn das keine Motivation ist, Deponia zu retten, dann weiß ich auch nicht. Das stimmt. Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Wer soll das sein? Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? Ich verlange eine saubere Zelle. Das ist eine saubere Zelle. Und ich bin sehr stolz darauf. Wir verfügen hier über die neueste Reinigungstechnik. Die Decken sind fusselfrei, der Klostein schmutzabweisend und ich habe gerade erst vorhin den Teppich schamponiert. Wow, das Leben im Dienste des Organon macht ziemlich einsam, was? Du hast ja keine Ahnung. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Das stört mich nicht. Zumindest solange du nicht auf den Teppich kotzt. Okay, wir wollen hier raus. Ich will hier raus. Vergiss es. 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 Oh, komm. Nichts. Dann stör auch nicht. Jetzt sammeln wir erstmal alles ein. So, Frühstück mitnehmen. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Zack, alle. Ein Bagel und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das ist doch gegen die Genfer Konvention. So, kommt Zahnpasta auch noch. Die Zahnbürste natürlich auch. Den Klostein, den kann man immer gut gebrauchen. Was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. So, jetzt können wir mal mit dem Kaffee den Teppichboden dreckig machen. Putzibot, alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. Hey, begrüßt man so einen alten Kumpel? Sowas. Okay, dann natürlich Pfeffer auf den Teppich. Man sieht zwar nichts, aber es wird sie trotzdem zum Nachdenken bringen. Das nennt man stillen Protest. Okay. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Nee, also dann den Klostein. Vielleicht verstopfen? Der Klostein färbt ja. Besser, ich halte ihn von den anderen Sachen fern. Aha. Okay, dann färben wir mal den Bagel ein. Das ist zwar ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Der Hunger treibt's rein. Alles klar. Ach so, die Zahnpasta. Ah, dass wir krank werden. Ah, jetzt. Dann noch den Pfeffer. Ah. Sauber, sauber. Und die Zahnbürste auch noch? Das heißt, man soll sich nach dem Essen die Zähne putzen. Aber niemand sagt einem, wie lange danach. Kleiner Tipp. Je länger man damit wartet, desto mehr Mahlzeiten kann man mit einem Mal abdecken.
Okay, dann vielleicht mal in den Staubbeutel. Dein Mund ist auch so schon trocken genug. Na, Putzibot, alles Chico? Entschuldigung. Sauber. Teppich? Hier ist alles pingelig sauber. Ein Glück, dann werden sie mich wenigstens nicht zwingen, die Zelle zu schrubben. So, alles klar, dann gib doch mal den Bagel dem Rufus. Nicht? Essen dann selber? Selber essen? Wie ging das? Anschauen. Dieser Knastmampf ist eine Zumutung. Ich meine, wer mag schon Sesam? Schade. Komm, ess mal. Warum kann ich mit dem nicht mehr reden? Staubbeutel. Aha. Gut, wir haben noch ein bisschen Staub. Den Staub können wir vielleicht da noch mit dazu tun? Ja. Und jetzt aber. Dem Rufus geben. Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir dann nicht sehr schwer fallen wird. Und wenn sie dich da auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und werde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Tja, warum eigentlich nicht? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Ach, Rufus. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Aha. Das könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Wie geil. Ich glaube, was hast du getan? Du widerwärtige Kanalbazille hast mich vergiftet. Ja, natürlich. Bravo. Sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super. Ja, alles klar. Wie der Wachmann auf den Glitis reagieren wird, sehen wir in der nächsten Folge. Und zwar morgen. Also, ciao, bis dann, Leute. Sehen uns.